Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Acebox von Scooter. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ace von Scooter, das Ganze aus dem Jahr 2010. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Techno. Ja, das Ganze ist natürlich nicht ganz so einfach zu kategorisieren, was die Musik betrifft. Die einen sagen oder sagen von sich selbst, sie machen irgendwie Hardcore, die anderen Techno, Elektronik, was auch immer. Einigen wir uns jetzt einfach mal auf elektronische Musik. Wir haben hier eine recht flache, kleine Box, also ziemlich kompakt das Ganze. Bevor wir die Folie abnehmen, haben wir hier noch zwei Sticker drauf. Wir haben hier einmal einen Sticker zur Can't Stop the Hardcore Tour 2016. Das waren die Tourdates. Und dann haben wir hier rechts die Infos, was sich alles in der Box befindet. Limited Deluxe Box, New Album, Exclusive Scooter Playing Cards, Always Hardcore Wristband. Okay, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen und uns ansehen. So, der Albumtitel Ace wird auch schon hier auf dem Cover dargestellt, denn Ace heißt im Englischen oder ja, heißt im Englischen so viel wie bei uns im Deutschen Ass, also auch das Ass im Sinne von Spielkarten, sagt man aber auch zum Beispiel, wenn man jetzt beim Tennis einen perfekten Aufschlag macht, das ist ja auch ein Ass. Wir haben hier oben einmal den Schriftzug Scooter in Gold, darunter den Albumtitel Ace. Und dann haben wir hier die drei Herren, die Scooter bilden, die hier auf den Spielkarten abgebildet sind. Also, das sind HP Baxter ganz rechts und dann eben noch Michael und Phil. Die werden hier von einer Damenhand gehalten, würde ich mal sagen, mit rotem Nagellack. Das zieht sich hier dann so weiter, das Handgelenk. Auf der rechten Seite Scooter Ace zu lesen. Oben dann der Lautsprecher, das Logo von Scooter. Und links wieder Scooter Ace. Auf der Unterseite haben wir die Tracklist. 14 Stück sind es geworden. Dann haben wir hier die Beteiligten und einen Barcode. Das Ganze natürlich über Sheffield Tunes erschienen. Es ist dann hier aufzuklappen. Und als erstes kommt uns hier einmal das Album entgegen im Digipack. Und dann haben wir hier so eine spezielle Vorhalte. Eine Vorrichtung, die das Ganze hier zusammenhält. Und so haben wir hier einmal das Armband und dann haben wir hier die Spielkarten. Die haben hier wirklich perfekt Platz gefunden in dieser kleinen Verpackung, in diesem Einleger. Dann machen wir das mal zur Seite. So, das Album, unüblich, aber ist nicht eingeschweißt. Dann haben wir hier dieses kleine Armband eingepackt. Ebenso wie die Spielkarten, die sind auch noch in Folie. So, wo geht das am besten auf? Hier. So, dann machen wir die mal rein. Sehr schön. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Scooter Ace. Das Cover ident wie das auf der Box. Auf der Seite auch wieder Scooter Ace in Gold. Auf der Rückseite die Tracklist. Bedeutet, rein so von der Gestaltung her ist es genau wie die Box. Auf der Innenseite haben wir dann wieder die drei Herrschaften abgebildet. Was haben wir hier? Spielkarten und eine Kamera. Hier dann nochmal die Einzelporträts. Dann haben wir hier das Booklet. Dahinter kommt dann HP Baxter zum Vorschein und ich gehe mal davon aus, dass dann hier rechts ja der dritte Mann zum Vorschein kommt. Also alle drei hier wunderbar zu sehen. Die CD, fangen wir mal mit der CD an, nicht mit dem Booklet. Die CD ist dann in Blau gehalten, hier mit Gold. Sieht so aus wie so Big Data, so Datenverknüpfungen. Darüber lesen wir dann wieder Scooter Ace und so sieht die CD aus. Dann kommen wir zum Booklet. So, Cover ist bekannt. Dann haben wir hier die einzelnen Tracks inklusive der Lyrics. Gerade bei Scooter ja immer sehr spannend, die Lyrics. Freut mich sehr. Dann die drei hier am Fotos machen. HP Baxter kriegt davon nicht allzu viel mit, was die zwei dahinter am Rücken treiben.
Weitere Tracks. Weitere Lyrics. So sieht das aus. Jawohl. Dann hier zum Abschluss noch die Credits zum Album. Und dann nochmal diese Frauenhand mit den drei Karten. Dann haben wir noch was weiteres dabei. Was haben wir hier? Einmal ein Zitat. Es gibt so etwas wie Scooter sonst nirgends. Das gab es vorher nicht und wird es auch nie wieder geben. Jan Delay, O-Ton aus dem Buch Scooter, Always Hardcore. Okay, also scheinbar kann man dieses Buch hier bestellen. Always Hardcore, überall im Handel erhältlich, alles klar. Dann haben wir hier Merchandise, also Shirts von Scooter. Okay, also scootertechno-shop.com. Da kann man die Sachen bestellen. Wir packen das wieder zurück in die Hülle. Und kommen zu den weiteren Boxinhalten. Und zwar haben wir einmal das Armband in schwarz mit rotem Aufdruck. Wir lesen dann hier, wo geht's los? Hier. Also einmal das Scooter-Logo, dieser Lautsprecher wieder, plus Always Hardcore. Das Ganze dann hier dick und fett in rot aufgedruckt. So sieht das aus. Ist ein klassisches Silikonbändchen. Ihr kennt die. Waren eine Zeit lang sehr, sehr, sehr verbreitet. Mittlerweile sieht man sie kaum noch. Und hier drinnen lesen wir dann noch was. Was die Herstellung betrifft, was lesen wir hier? Ist schwer zu lesen. So, Conta Records GmbH. Neumühlen, Hamburg. Artikelnummer. Okay, aber zum Material nichts. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass das Silikon ist. Und dann haben wir noch das Kartenspiel. Scooter Playing Cards. Kommen in so einer transparenten Plastikverpackung. Wir haben hier einmal die Deckkarte, also das ist keine Spielkarte, sondern das ist hier wirklich so das Ganze für oben drauf, die Deckkarte. Genau, und dann kommen wir zu den richtigen Karten. Wir haben hier HB Baxter natürlich als Herzkönig und dann die anderen beiden Herrschaften als Bube und Dame. Und das ist dann so durchsortiert, also wir haben hier wirklich ein reguläres Kartendeck, geht runter bis auf die 2 und auf das Ass. Und dann geht es hier wieder weiter. Sprich, die Bildkarten, König, Dame, Bube, jeweils mit den drei Herrschaften. Und das zieht sich hier so durch, dass sie hier pro Kartenfarbe dreifach vertreten sind. Jawohl. Gut, auf der Rückseite sehen die so aus. Also so klassische Ornamentmuster, wie man es von solchen Spielkarten kennt. In der Mitte dann wieder das Scooter-Megafon. Und das Ganze, wie gesagt, in dieser Plastikhülle. So, dann packen wir die Karten wieder zurück. Inklusive der Scooter-Deckkarte. Und machen zu. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Kartenset. Dann haben wir dieses Armband, Always Hardcore, in schwarz und rot, sowie natürlich das Album an sich mit insgesamt 14 Tracks. Es ist übrigens das 18. Album von Scooter. Das alles in dieser wunderbaren Box Ace von Scooter. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Scooter unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.